So, guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Da hinten habe ich geschlafen, ihr seht es vielleicht im Hintergrund. Jetzt bin ich auf dem Weg, ich mache noch einen Umweg zur Höhle. Nur kostet das 15 Euro, wenn ich alleine bin. Und ich hoffe, dass um 11 Uhr da noch andere Leute sind, weil das ist sonst extrem viel. Und sonst würde es nämlich nur 2,50 Euro kosten. Ja, ich laufe jetzt mal durch den Wald. Es gibt hier Bären. Da, wo ich geschlafen habe, haben sie extra so Wasser spritzen lassen, das an Bleche, also an Metall, Geräusche macht, damit die Bären nicht kommen. Eigentlich will ich, dass sie kommen. Ayla hat draußen geschlafen. Wenn da eine gekommen wäre, hätte ich das gemerkt. Ja, vielleicht sehe ich einen Bär. Hoffe ich. Wäre mein Glück, aber die hauen eh mal ab. So, wir müssen zuerst die Straße entlang laufen, einen Kilometer, und dann geht's hoch. So, Angie ist da den falschen Weg abgebogen, aber ich rufe die Hunde nicht. Die merken selber und dann kommt sie dann angerannt. Ja, ich bin zu weit gelaufen, die Angie, die kam nicht, und jetzt muss ich wieder zurücklaufen, weil die vermutet habe, zurück zum Wohnmobil, weil sie mich nicht gefunden hat. Jetzt kam mir da der Mann schnell mit dem Auto und hat das bestätigt. Und ja, 500, 600, 700 Meter halt nochmal zurück. Was soll's? Also, meistens klappt es, in diesem Fall nicht. Aber sie wollte zu mir kommen, aber sie ist dann halt rückwärts statt vorwärts. Ja, und Ayla, die ist jetzt auch weg, die ist da hinten irgendwo, was am Rumbuddeln. Aber die lasse ich jetzt, die finde ich dann schon wieder. Und jetzt rufe ich die Angie, wenn sie mich hört, dann kommt sie gerade. So, jetzt hat sie mich gehört, da hinten kommt sie, super. Dann gehen wir wieder zurück. Und die Ayla kommt von der anderen Seite. Und was hat denn die da? Ein Knochen. Ein riesen Knochen gefunden. Ayla! Ja, super, komm da, Ayla, Ayla, komm, komm, die will ihn nach Hause bringen. Ja, was ist heute los, ey? Ja, was ist das? Ein Bär, Bärknochen, weiß es nicht. Ja, wie ihr seht, sie hinkt nicht mehr. 2-3 Tage Therapie hat gereicht. Ein kleiner Stausee. Und da speziell, das wird eine Treppenabgang, rechts, links, rechts, links. Wow, ein super Übernachtungsplatz. Ja, wer weiß, vielleicht schlafe ich heute über Nacht hier. Herrlich, kleine Bächlein, noch. Kann sich natürlich immer ändern, aber das ist mir bewusst. So, wir verlassen die Hauptstraße und gehen Weg hoch. Ja, sobald die Entsorgung was kostet, dann passiert genau das. Deswegen bin ich dafür, dass jedes Plastik, jeder Reifen beim Kauf eine Gebühr hat. Und jeder, der dann einen Reifen bringt, kriegt etwas. Dann verschwindet der Abfall sofort, weil er was wert ist. Aber solange der Abfall nichts wert ist, ja, schmeißen es die Leute weg. So würde das Problem sofort gelöst werden. So heißt die Höhle Ulevica. Halbe Stunde später, wir sind immer noch auf dem Weg nach oben durch den Wald. So, und was ist das? Leute, das ist der Friedhof. Habe ich immer wieder gesehen. Die, ja, sind schön beerdigt in der Natur. Nicht oben kompliziert wie bei uns. Einfach ein Loch graben, Körper rein, Stein hin und dann noch ein Foto. Und das war's. Oh, jetzt hat der Engine wieder mal eins geknallt von elektrischem Strom da, Weidezaun. Seit langem nicht mehr. Uiuiui. Hat die gekreischt, armes Tier. Hier Garten, mitten in der Landschaft. Es fängt noch an zu regnen.
Aber es sind, glaube ich, nur noch 500 Meter bis zur Höhle. Tierpfad. So bald geschafft. Ach, diese fantastische Aussicht. Das Wetter stört mich überhaupt nicht, es regnet leicht, aber es ist besser kühl, weder heiße Sonne. Ach, und hier riecht es gut, ey. Herrlich. Oh, da oben ist ein Dorf. Und da unten ist mein Camper. Ja, jetzt haben wir es bald geschafft. Schaut euch das an. Ja, Bären werde ich nicht treffen, leider, weil die riechen mich. Die hauen ab, die sind scheu. Ist auch besser so, sonst wären sie längst ausgestorben. So, jetzt geht es noch ein bisschen runter. Es hat aufgehört zu regnen. Ich bin auch nicht nass geworden. Und jetzt sind aber die Steine nass. Aufpassen. So, wir sind da. So sieht das aus. Und noch ein bisschen runter. Ja, ein ganzes Stück offenbar. Ja, und da rechts muss die Höhle sein. So, und da ist der Höhlenwächter. Jetzt muss ich mit dem noch einen guten Preis verhandeln, weil ich immer noch alleine bin. Sonst kann man das nicht bezahlen. Hä? So, super, ich muss denselben Preis bezahlen, wie wenn eine Gruppe da wäre. Wirklich nett von diesem jungen Mann. Und das sind 6 Lewar, also 3 Euro. Super, gibt's eine Einzelführung. Wir warten jetzt 10 Minuten und dann geht's rein. So, wir gehen jetzt rein. Let's go. Super. Es geht sehr, sehr tief darunter. Also es geht da sehr, sehr tief runter, die Treppen sind nicht gerade groß, alles ist nass, muss ja auch sein. Schaut euch das an, du, hä? Herrlich. Ich meine, ohne diese Treppe müsste man hier klettern. The material is limestone, you know, calcium. Mm-hmm. Das sind wie Korallen, überall. Und man weiß nicht, wie die entstanden sind eigentlich. The kids, the small child, and we call it Baba Yaga. Maybe you heard it somewhere. So, hier geht es bis zu 40 Meter hoch. Das ist der höchste Teil. Ja, die hatten geheiratet. Hier auch. Wahnsinn. Das sind also keine Eiszapfen. Oh, ist das Licht an? Clay, the brown is because of the clay, the dark color is because of the manganese kind of metal. So, das sei der Wächter vom Grab, von der Höhle. Wow. Schneeberge. Oh. Etwa einmal im Jahr wird das Becken hier gefüllt, weil das Wasser da oben steht, ihr seht es, dann runterfließt, aber jetzt nicht, meistens am Frühling, so nach dem Winter. Da hinten geht es noch weiter, aber nicht für uns.
Also diese Formationen gibt es sehr selten in den Höhlen mit diesen Kristallen. Und in dieser Höhle sind die überall, solche Kristallen wie im Meer. Das ist auch speziell. Wie Moosgewächs am Stein. So, Angie, ich habe es gesehen, die Hunde, die können selber entscheiden, können sie mitkommen oder nicht. Und weil die Treppe hier sehr rutschig ist, schmal und slivery, habe ich schon gesagt, warten die da selber und jetzt kommen wir wieder zurück. Und jetzt freue ich mich, dass ich wieder da bin. Ja, ich habe Feigen gewartet. Ja, da geht's nochmal. Wir sind jetzt am Ausgang, aber es geht dann nochmal ein bisschen nach hinten. Nicht mehr viel, das kann ich alleine gehen. Etwa 20 Meter. Und hier können die auch mit. Ja, können wir das auch mal anschauen. Das ist also wirklich fantastisch. Da gibt es sogar noch Moos, aber das nur, weil wir so nah am Eingang sind. Wenn irgendwo Moos ist, dann muss irgendwo ein Loch nach draußen sein. Jetzt habe ich fast diese Säule übersehen. Ein Riesenteil ist zusammengewachsen. Hier gibt es mehr. Wie heißen die? Stalaktiten und das andere, ich weiß es nicht mehr. So, wir sind wieder draußen. Das war wirklich fantastisch. Ich liebe das und ich muss das jetzt zuerst verarbeiten und dann geht es wieder runter. So, wir sind wieder auf dem Rückweg über diese Metalltreppen. Oh, geht wieder los. Fast jeden Tag. Aber ich liebe Gewitter, ich liebe das. Und solange es nicht Vollgas regnet jetzt, ist mir das egal. Ja, über 200 Treppen geht da runter, so weit ich mich erinnern mag. So, die letzten Stufen. Gut, wir sind wieder unten angekommen. Ein paar Souvenirgeschäfte haben jetzt auch schon aufgemacht. Ich trinke jetzt meinen eigenen Kaffee. Alles ist noch da. So, ich muss gestehen, ich habe eine Schwäche. Wenn ich Honig sehe, wie da im Hintergrund, dann, ja, dann kaufe ich meistens 1-2 Gläser. Und ich konnte jetzt 6 Stück probieren und einen habe ich jetzt gekauft. Der schmeckt speziell nach irgendwelchen Blumen. 2 Stück habe ich gleich gekauft und ja, jetzt habe ich sicher 5 Kilo Honig im Camper. So, unsere Reise geht weiter. Jetzt fahre ich mal eine völlige Nebenstraße irgendwie über den Berg und komme dann in ein größeres Dorf oder Stadt. Ich hoffe, ich komme da ganz durch. Ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt einfach mal, aber die Straße ist echt scheiße. Also die Piste, die geht nicht. Ich habe da jemand gefragt und das ist keine Chance, nur mit Motorrad, meint er. Und jetzt bin ich wieder am Zurückfahren und zwar schon zum dritten Mal, glaube ich, fahre ich an einer Polizeiposte vorbei, so mit Jeep stehen die da und ich fahre da, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal hin und her und nochmal hin und die denken sicher, ich sei irgendwie bekloppt oder so. So, wir sind in Smoyan angekommen, eine größere Stadt, kann man sagen. Und außerhalb ist ein Wasserfall und den gehen wir jetzt anschauen. Zu erreichen über diese Piste hier. Ah, Geholper halt. So, und ich hoffe, ich kann hier parkieren. Ist alles ein bisschen eng. Ja, hier parkiere ich. So, wieder eine Begegnung. Die wohnen da, die Hunde.
Und die Pferde. Die ganze Meute kommt uns nach. So, da ist der erste Wasserfall. Naja, nicht gerade groß. Aber es ist einer. Also hier fließt es überall. Leider kann man da unten nicht entlang laufen. So, ich kehre wieder um. Den zweiten habe ich auf der Karte nicht mehr gefunden, weil ich kein Internet habe und komischerweise auf Maps wird er da nicht angezeigt, nur auf dem iPad. Wir sind wieder am Zurücklaufen. Da war mal eine Fischzucht. Es hat noch viel mehr von diesen, wie sagt man, Gefäßen, Aquarium. Hier hat es noch mehr. Wahnsinn. Die sind ziemlich alt. So, wir fahren jetzt in die Berge hoch, auf etwa 1500 Meter. Und dann auf die andere Seite runter, wobei ich zwischenübernachte, irgendwo ganz oben. So, wir sind auf 1100 Meter und hier übernachte ich jetzt. Da parkiere ich. Schön versteckt hinter einem Haus. So, dann Feierabend. Hä? Schön, wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Tschüss!